Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich bin bald Level 41, das muss ich euch kurz zeigen. Ich nehme später dann den Part auf, wenn ich gegessen habe und alles mögliche. Ich habe nämlich Sport gemacht und jetzt extremen Hunger. Ja, läuft eigentlich bei mir. Ich habe einfach zwischendurch und dann nicht so viel Kraft und so, also einfach eine gewisse Müdigkeit. Da spiele ich einfach Champions of Regnum und kann dadurch sehr viel Erfahrung sammeln hier in Regnum. Ja, jetzt sind es ungefähr 10 Tage her, seitdem ich angefangen habe mit dem Let's Play, also mit Charakter Level 1 hier. Und ja, es ist natürlich keine Riesenleistung, aber es ist noch ohne Booster. Andere Spieler haben da schon lange Booster verwendet. Eventuell werde ich bis 45 ohne Booster spielen und dann eventuell hoffen darauf. Schauen wir mal. Auf jeden Fall habe ich wieder Motivation und es sind einfach zu viele Spieler wieder. Es ist immer nur am Abend jemand hier, aber dann die ganze Reihe, also mehrere Leute. Also vorher war ein Ritter und ein Beshi und jetzt war ein Beshi und ich habe überhaupt keine Gegner hier mehr. Das ist eine Frechheit, absolut. Dafür ganzen Tag sonst nichts, also wirklich nur kurz am Abend. Die sind schneller wieder weg als ja, ich aufnehmen kann. Gebt mir jetzt dieses Level. Ich möchte gern etwas essen. Mein Vater kocht nicht. Meine Schwester kocht nicht. Das ist eine Frechheit. Und ich bin der beste Koch, wie müsst ihr wissen. Also ich kann so gut kochen. Das ist unglaublich. So, schauen wir mal kurz an, was wir gefunden haben. Ich habe alles verkauft. Ich hatte so einen gelben Paladin-Brustpanzer. Der war so schwer, dass ich irgendwie 20 überladen war direkt. Dann ein kleiner Nephrin. Hey, gebt mir jetzt noch einen Gegner. Bitte nur einen. Es ist doch nicht normal. Die Frechheiten. Sind die am Server am Abend schon extrem groß? Ja? Ich habe so schön hier auf dem Server, aber regt mich wegen ein paar Spieler auf, die mit mir leveln. Also ohne, ja, nicht mit mir leveln, sondern nebenbei leveln. Und wenn ich frage, so, kann ich in die Party kommen, so, fragen sie sich, irgendwie so, what the Acke. Nein, Spanisch irgendwas. Das war eher so. Keine Ahnung. Türkisch? Nein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Haben die Leute hier ein Englisch Wissen von 5. Also 5 Wörter. Nicht mal 5 Wörter. Tja. Gut. Ja, dann habe ich noch ein paar Sachen zu sagen, zu nennen. Ich habe nachgeschaut. Es hat nicht viel, was man nachschauen kann über Regnum. So ein bisschen Fakten. Ja, und das Level kommt einfach nicht. So, komm. Schön schnell, stark. Der Gegner ist einfach zu zäh. Ja, mal schauen, gehen wir vielleicht wieder raus. Und Level up. Super. Dann gehe ich bis dann raus. Und
Ja, es geht noch ein bisschen etwas. Ich denke, ich weiß schon was. Denn wir machen Überraschungstreffer raus. Ist minus 50% Schutz vielleicht für die anderen nicht schlecht, wenn ich denn die einsetze. Ja, eventuell lasse ich es mal schauen. Also, bis gleich, euer Drago Basler. Jo, ich bin zurück und fliege. Okay, ich bin in einer Party, die mich ein bisschen abgefragt haben. Eventuell werde ich dann in den Clan United kommen. Und der andere nervt mich die ganze Zeit. Das ist eben noch der Kumpel. Oh, also der Fan. Ja, ich komme nicht rein, also kann ich Ihnen nicht helfen und ich bin ja sowieso low-levelig. Aber ich mache viel Schaden schon. Das ist jetzt gerade nur ungefähr ein Drittel der Schaden, den ich eigentlich mache. Und also eigentlich richtig genug. Eigentlich möchte ich mal auf diese Insel gehen, weil jetzt gerade momentan nichts ist. Ich dachte, man konnte da mal gut leveln. Level 40 wahrscheinlich nicht mehr so. Auf jeden Fall sind es zu viele Icken. Es sind überall Jäger herum. Also ich könnte jetzt scheinbar nicht so. Aha, Bestialsprung. Da kommen wieder ein paar. Aber es sind zu viele Icken. Wir haben keine Chance. Ungefähr 20.000 Jäger irgendwo hier. Bin ein paar Mal, ja, nicht gestorben an ihnen, aber ich bin abgehauen und habe mich umgebracht. Weil es einfach nicht gönnenswert ist, Jäger ihr, ja, Königreichspunkte zu geben. Es darf nicht passieren, dass wir denen Königreichspunkte überlassen. Das geht mal gar nicht. So, auf Valhalla waren es immer zu wenige Jäger in Ignis und hier in Ra sind es immer zu viele Jäger in Ignis. Oh, eine Windmühle, schön. Ist ja nix. Ja, also gehen wir zum Anlegesteg, der scheint hier unten irgendwo zu sein. Ja. Was? Ja, wir müssen dir, glaube ich, zeigen, wie eine Eis nach Sammer kommt. Was ist jetzt gerade so speziell? Gifport. Bin einsamer Insel. So, mal schauen, was sie dazu sagen. Ja, es ist gar nichts mehr hier. Ich glaube, die haben alles rausgenommen, was sie konnten. Ah, immerhin kann man rein. Wahrscheinlich ist einfach nichts hier. Ich kann nicht mal chatten hier drin. Ist ja nichts mehr hier. Hier scheinen irgendwelche Trophäen oder so Auszeichnungen zu sein. Gut, hat sich gelohnt. Oh. Ja. Gut.
Hat sich gelohnt. Wir sind nicht mehr im Chat. Im Party-Chat. Na gut. Ja, ich hoffe, dass ich dann bald einmal eingeladen werde. Das ist scheinbar der beste Clan. Was ich nicht will, ist, ja, mit Kittys zusammen sein zu scheinen. Also mit, ja, Level, ja, nicht, 30 Jahre alt zu sein. Wie ich also fast. Und, was ist denn los? Das ist eine Frechheit. Und scheinbar tolle Leute. Gut. Ja, dann level ich halt wieder. Was können wir denn genau machen? Dieses Spiel hat einfach zu wenig Möglichkeiten zum Ausweichen. Ich gehe nach Akersburg. Vielleicht bekommen wir da ein paar Kämpfe über, aber dann eher mit den Syrten, Udi. Ja, dem Spiel fehlen halt einfach die besonderen Sachen. Man wird eigentlich die ganze Zeit gestreckt und dann bekommt man nichts dafür. Nun gut. Dabei ist es einfach ein optimales Spiel, vor allem für mich. Aber wieso werden dann diese Spiele nicht nachgemacht, aber im besser? Es gibt jetzt ein Spiel bald, das sind so, ja, okay, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, aber wo man Samurai spielen kann und so. Ritter und Wikinger, oder was war's noch? Aber das ist Action, das ist nur Action und in Instanzen. Das ist das Problem. Also ist es eigentlich auch, es ist zwar ein Spiel für mich, auch zum Let's Playen. Ah, er nervt einfach mit dem Clan. Ja, ich muss es ihm sagen. Momentan, schaue ich mir. So. Einfach konsequent sein. Er ist ja ein guter Fan. Er ist ein toller, aber ja, zuerst empfiehlt er mich. Dann sagt er, er hat keinen Platz mehr im Clan. Dann empfiehlt er mich. Ich soll bei United vorbeischauen und jetzt will er wieder, dass ich in den Clan komme. Da kann ich einfach nur Nein sagen. Es ist. Ja, tut mir leid, aber es ist einfach so. Ich möchte nicht immer irgendwie sagen, ja, okay, ich wurde von einem anderen Clan eingeladen. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich komme in den Clan, dann will ich auch bei einem dann will ich auch sein, oder? Das ist es. Ich bin keiner, der die ganze Zeit wechselt. Und, ja, es ist halt zu wenig los bei euch. Las Bananas. Auf jeden Fall will ich jetzt so schnell wie möglich eine gute Community um mich haben. Auch wenn es jetzt eben nicht so gut sind eventuell. Mal schauen. Und wenn ich dann ja viel Umfeld habe, dann kann ich immer noch wechseln. Dann habe ich ja das Umfeld von diesem Clan und kann zum nächsten Clan gehen. Aber ich möchte ja auch ein bisschen loyal sein zu einem Clan. Ja, das ist das größte Problem. Man kann nicht mehreren Clans beitreten. Ja, ja. Und jetzt lädst du gar nicht mehr. Ja. Prima.
Dann machen wir ein Let's Ladescreen. Das beste Let's Play. Das machen viele auch in anderen Spielen, solche Let's Plays. Let's Ladescreen. Kommt gut an, oder? Prima. Und jetzt? Kurzen Moment. Also ich breche diesen Part jetzt ab und schaue, dass ich den nächsten Part dann starte. Ich habe sowieso das Zeitgefühl verloren durch die Sachen. Und ja, durch die Schnitte vom Level und vom was ich da noch gezeigt habe. Und ja, wünsche euch einen wunderschönen Tag noch oder nächsten Tag und so weiter. Tschüss, euer Drago Basler. Bye.